Haben wir das schon mal gehört? Okay. Alles klar, ne? Ich hab nicht vorher gesagt, dass das OP ist, so eine Holzachterbahn zu haben. Aber es ist OP. Willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Und wir sehen hier, es ist sehr viel passiert. Allerdings auch sehr viel Unschönes, denn ich habe die Aufnahmen gelöscht. Alle davon betroffen sind alle ab Szenario 11. Das heißt, wir haben hier ungefähr die Hälfte. Und bei Soaked sind wir auch bereits schon über der Hälfte. Deswegen löschen wir diese Karriere und bei Rollercoaster Tycoon 3. Haben wir hier den Vorteil, wir könnten ja entweder das letzte Spiel fortsetzen oder ein neues Spiel starten. Und genau das machen wir nämlich. Das wir spielen dieses Szenario einfach nochmal von vorne. Zum Glück habe ich ein paar Tricks dabei, mit denen das relativ einfach gehen wird. Relativ. Joa. Und genau das ist jetzt quasi hier mein Prinzip, ne? Dadurch kann ich auf jeden Fall etwas schneller durch das Ganze hier durch gurken. Und genau, jetzt habt ihr auch mal live gesehen, wie es aussieht, wenn das Spiel lädt. Nationalschatz geht eigentlich relativ einfach. Wir bauen die Holzachterbahn und die wir schon mal. Wir haben es eigentlich fast jedes Mal immer schön den Arsch rettet. Nee, erstmal brauchen wir mehr Geld. Genau. Warte mal, die hat 12x15. Also wir brauchen eine sehr kompakte. Schauen, ob es noch eine andere kompakte gibt. Also das Ding ist, wir haben jetzt hier schon alle Achterbahnen freigespielt. Sieht aber auch gut aus. Dann basteln wir uns mal die hier irgendwann. Die ist gleich noch etwas besser. Oh Gott, hey. Was sie gleich schon aussieht. Na, sie passt hier aber auch perfekt. Wo sind hier eigentlich ein und aus? Okay, also auf dieser Seite ist ein und Ausgang. Okay. Den Ausgang kann man ja relativ schnell verbinden. So. Per Fedor. Und der Eingang ist jetzt näher, glaube ich, schon hier. Wo kann man hier überhaupt irgendwie raus? Doch, müsste. Doch, ich glaube, es ist ein G. Weil jetzt kommen wir hier drüber. Mit 3 hier unten an. Dadurch, dass wir hier Blockbremsen haben, funktioniert das auch. Aber warte mal, ich glaube. Mit den hier kriegen wir auch nur 6 rein. Dann nehmen wir den. Das Ergebnis gibt es ja schon. Tünche. Oh Gott, was haben wir denn hier für Bahnen? Kostet nur 4 Euro. Die werden wir uns für die Szenario-Ziele ganz gut bedienen. Wir brauchen nämlich Besucher im Park 200, 400 und 600. Und konstante Bahneinnahmen, aber die werden uns für diese Achterbahn schon gelingen werden. Das kann ich garantieren. Was nämlich auch haben, sind noch ein paar lustige Attraktionen, die wir hier in der Reihe nach rumverteilen. Haben wir hier nicht irgendwas, was da noch hinpasst? Nö. Auch wir haben hier noch Audi-Wagen. Die habe ich beim letzten Mal auch noch irgendwo hingeklatscht. Aber na gut. Wir fangen hier erstmal ruhiger an. Mit einer Tassenbahn. Und ja, ich weiß, das ist Tassenbahn, heißt du nicht Tassenbahn.
Wie viel Platz haben wir da? Hier haben wir nur 2 Platz. So läuft das hier. Indem man an spezifischen Orten eh nicht wirklich viel machen kann. Das ist das Problem. Also, wir sind hier vom Szenario her durchaus eingeengt. Das ist unser Problem. Oh ja. Yeah. Oh wow, da habe ich mir ja schon mal schön verkalkuliert hier. Das ist doch ideale Platznutzung so. So ist das doch geil. Ideale Platznutzung, genau. Dann kommt hier mein Himmelsrad hin, ich weiß noch nicht. Kriegen wir das in diese Richtung in den Weg? Nö, kriegen wir nicht. Kriegen wir das so in den Weg? Nö, kriegen wir nicht. Kriegen wir es hier hinten reingebastelt. Aber ich glaube, da können wir noch ein schiefes Haus davor stellen. Das war's dann auch. Also man muss ja sehr platzsparend bauen. Das denke ich, sieht hier schon jeder. Ich tasse mal nur mal auf Go. Sims hat auch mal. Also man muss hier wirklich platzsparend bauen. Und wenigstens habe ich hier so kalkuliert, dass das Graviton hier perfekt reinpasst. Das ist schon mal sehr gut. Und wann haben wir eh nicht mehr so viel? Wir haben noch einen Zirkus, der am besten aufgehoben irgendwo am Rand ist. Also da so. Der passt da wirklich sehr prädestiniert für den Zirkus. Und dann haben wir nur noch einen Topspin. Das passt zwar auch. Hier, das muss auch gleich mal umgeändert werden. Wir verlagern hier den Weg. Auf diese Seite. Und sorgen damit somit für einen besseren Ein- und Ausgangsbereich. Jetzt muss ich nur die Finanzen anpassen. Topspin für 2,50. Man bleibt bei einem Euro, die Wagen kommen auf 1,50. Himmelsrad kostet 2. Schiefe Haus kostet 1. Graviton kostet auch 2,50. Und der Zirkus am Arsch der Welt kostet 2 Euro. Ja, dann gibt es eigentlich auch noch ein paar Sachen, die man machen muss. Zum Beispiel die Informationen oder solche Scherze, die man auch immer mal wieder braucht. Also wenn wir schon gewinnen, ja. Mit 2,50 und 2 Euro macht man schon
gewinnen. Sehr gut. Dann Souvenirs. Postkarte 1 Euro. Perfekt. Ist noch irgendwas Cooles? Ja, Hot Dogs. Und so kann man hier halt quasi alles richtig gut verteilen. So. Dann haben wir noch ein paar Getränkchen. Achso, ist schon automatisch in die Richtung ausgelegt. Sehr gut. So. Perfekt. Und dann noch das übliche. Also ein Klo. Ein Geldautomat. Und erste Hilfe. So. Und somit ist quasi die Grundinfrastruktur am Park schon fertig. Also mehr braucht man nicht. Also wir haben jetzt quasi schon alles gebaut, was man bauen kann. Cool, es gibt noch einen Sessellift. Ein Hindernislauf und das war's. Als gutes Letzt bleibt es noch übrig, die Forschung anzupassen. Ja, und dann kann es eigentlich schon fast losgehen, denn ich brauche noch einen schönen Sessellift. Einfach weil sie cool sind. Ich dürfte auch, glaube ich, genau in den Zirkus ankommen. Ja, komme ich auch. Das ergibt Sinn. Das ist gut. Geschwindigkeit runter und go. Ja, warte mal. Ich würde fast sagen, wir bauen noch mal dran. Passt das schon. Das ist viel besser. Und da fällt mir auch schon auf, wir haben kein Geld mehr. Also müssen wir Geld reinkriegen. Was aber nach der Tatsache, dass ich hier nach dem Betriebsmodus umstellen muss. Definitiv zu viele Sessel. Okay, wir müssen ausbilden, dann kommen wir nicht drum rum. Alles klar.
Haben wir das schon mal gehört? Okay. Alles klar, ne? Ich hab nicht vorher gesagt, dass das OP ist, so eine Holzachterbahn zu haben. Aber es ist OP. Ende. Alter, ernsthaft, warum? Sind jetzt die Szenario Ziele Paladar und Besuch im Park 600. Für die Besucher im Park kann man eine Werbekampagne machen. Und die Bahnennamen haben wir eigentlich auch schon. So. Das ist auch alles fertig. Ja, jetzt ist das ist ja auch besser. 100 für. Okay, und die Besucher kann jederzeit erfüllt werden. Das ist gut. Mehr auch, dass ich für die Besucher kein Limit habe. Bis man nicht das erfüllen muss. Das ist echt cool. Ich muss jetzt nur irgendwie schaffen, mehr Besucher in den Park zu kriegen. Das kommt jetzt zum Beispiel mit einer Dönerbude. Nee, wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber. So. 4 Euro. 3,50 Euro. Das ist zu teuer. Das kostet 2,50. Der kostet 3,20. Der kostet 3,90 und der 4,50. Das passt dann schon. Okay. Dann schließen wir Sessel. Holen uns 4 Sessel. Ah ne, 6 Sessel reichen auch. So. Sondern Besucher Schwierigkeiten zu Eingang von Information 1 zu kommen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, die Bannernamen müssten wir eigentlich hinkriegen. Ja. Scheint ganz gut zu klappen. Lol, aber ich habe trotzdem nur sehr, sehr wenige Einnahmen. Also, weil die Forschung haut natürlich auch nur ein bisschen rein. Ey. Wer? Besucher. Wegen mehr Verkehrswert. Das sehen wir auf eine 4x4 Attraktion hier vorne. Ja, genau. Das ist gut. So. So, nochmal eine. Huiuiui. Und auch die stellen wir hoch. Auf offen. So, wieso haben wir immer noch genau 552 Besucher? Das verstehe ich nicht ganz. Oh cool, Soft Eis. Das ging schnell. So. Gut. Das war's. Gut, und unter 20 Minuten ist schon. Oh, es gibt bereits eine. Nationalschatz.
Punkt. Das Spiel speichern. Go. Dann gehen wir in der nächsten Folge weiter mit frischem Blut. Ja. Genau. Bis dahin und ciao.